Ja, vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ab 9 Uhr wird der Bundestag hier 70 Minuten lang die Fachkräftestrategie der Bundesregierung diskutieren. Im Sommer vergangenen Jahres waren rund 1,9 Millionen Stellen nicht besetzt. Dieser Fachkräftemangel bedroht unser Wirtschaftswachstum und auch unseren Wohlstand. Ziel der Fachkräftestrategie ist es, Unternehmen und Betriebe darin zu unterstützen, Fachkräfte zu gewinnen und natürlich zu halten. Im Wesentlichen umfasst die Fachkräftestrategie der Bundesregierung 5 Handlungsfelder, die ich Ihnen gerade mal vortragen möchte. Erstens zeitgemäße Ausbildung, zweitens gezielte Weiterbildung, drittens Arbeitspotenziale wirksam heben, Erwerbsbeteiligungen erhöhen, viertens Verbesserung der Arbeitsqualität und Wandel der Arbeitskultur und fünftens, darüber wird meistens diskutiert, Einwanderung modernisieren und Abwanderung reduzieren. Ja, da gibt es viele Fragen. Ich habe mir 2 profunde Gäste eingeladen. Ich begrüße Pascal Kober von der FDP und Stefan Stracke von der CSU. Beide sind die arbeits- und sozialpolitischen Sprecher ihrer, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprecher ihrer Fraktionen. Herr Kober, ich frage gleich mal, wir erleben das ja alle seit Covid spätestens. Viele Restaurants sind zu, man findet keine Kellner mehr. Es fehlen Mediziner auf dem Land, allenthalben fehlt Personal. Ich habe ja eben schon eine Zahl gesagt, die ist etwas besser geworden in diesem Jahr, aber bis zu diesem Jahr. Aber dennoch, es fehlen überall Personal. Wo sind die alle hin? Ja, guten Morgen. Ja, Sie sprechen es zu Recht an. Das hat im Wesentlichen mit dem demografischen Wandel zu tun. Das war vorauszusehen. Schon 2010 hat die damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen davon gesprochen, dass der Fachkräftemangel das Wohlstandsgefährdendste sein wird in den nächsten Jahren. Das heißt, man hätte sich vorbereiten müssen in den letzten Jahren. Jetzt müssen wir nachholen, was leider versäumt wurde. Es hat sehr viel mit dem demografischen Wandel zu tun. Und da müssen wir jetzt ansetzen durch verschiedene Maßnahmen, die Sie auch angesprochen haben, das inländische Potenzial natürlich optimal nutzen, aber ohne Zuzug aus dem Ausland wird es nicht gehen. Die Bundesregierung schreibt in dem Papier, der Fachkräftebedarf bis zum Jahr 2026 beträgt 240.000 Menschen, Herr Stracke. Da fragt man sich, was bedeutet das? Die 2,4 Millionen Arbeitslosen in Deutschland sind bis dahin auch in Lohn und Brot? Oder könnte man nicht, wenn es anders gemeint ist, diese 2,4 Millionen daraus diese Leute noch rekrutieren? Ich glaube, man muss beides machen. Zunächst einmal sich auf das Inland konzentrieren und sagen, wie bringen wir denn diejenigen, die in Arbeitslosigkeit sind, tatsächlich wieder in den Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist so aufnahmefähig wie noch nie. Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Beispielsweise diejenigen, die durch ungesteuerte Zuwanderung, durch Asyl zu uns gekommen sind, da merken wir ja, da ist der Anteil derjenigen, die in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sind, noch weit weg vom Durchschnitt auch zu den Ausländern hingesehen. Und deswegen da alle Kraft darauf und dann ergänzend Zuwanderung von außen. Und dabei auch natürlich nutzend Europäische Union, die ist immer der starke Pfeiler in den letzten Jahrzehnten gewesen für die Zuwanderung nach Deutschland. Deswegen stehen wir auch so gut da auf dem Arbeitsmarkt. Die Bundesregierung endet ihr Papier mit 15 Initiativen in den verschiedenen Ministerien. Man kann es nicht so richtig fassen, wie man nun die Arbeitslosigkeit wirklich bekämpfen will. Gehen wir mal ganz konkret dran. Der Bäckermeister, der keinen jungen Menschen mehr findet, der nachts sich die Nacht um die Ohren schlagen will. Was soll der tun? Wie wird dem geholfen mit dieser Strategie? Ja, zunächst einmal sprechen Sie ein Problem an. Die Ausbildung muss besser werden. Wir haben nach wie vor 30.000 junge Menschen, die ohne Ausbildung ins Leben starten nach der Schule. Und gleichzeitig 70.000 offene Ausbildungsplätze. Hier müssen wir die Passung hinkriegen, dass die Menschen auf die Ausbildungsplätze kommen. Das sind Maßnahmen, die hier ergriffen werden müssen. Aber zugleich, es wird nicht ausreichen. Wir werden dadurch, dass die betroffenen jungen Menschen teilweise in ganz anderen Regionen leben, als sie gesucht werden, müssen wir eben durch Zuwanderung hier Abhilfe schaffen. Da haben wir zum Beispiel auch vorgesehen, dass Menschen mit Berufserfahrung künftig, also nicht nur mit einem anerkannten Berufsabschluss, in Deutschland anerkannten Berufsabschluss, sondern auch mit Berufserfahrung schon nach Deutschland kommen können. Und das wird sicherlich zum Beispiel dem Bäckermeister helfen, qualifiziertes Personal zu finden. Bevor wir zu denen kommen, die zu uns kommen, noch mal zu denen, die schon bei uns sind und gerade die jungen Leute, da sagt Hubertus Heil, wir müssen da wirklich alle mitnehmen. Wie soll das funktionieren? Sollen Schulstandards noch abgesenkt werden? Denn viele Meister beschweren sich ja, dass die Jugendlichen, die zu ihnen kommen, schon nach 2, 3 Tagen nicht mehr kommen, ist ihnen zu mühsam. Es fehlt oft an der grundsätzlichen Ausbildung, Deutsch, Mathematik, da stimmt nichts mehr.
Wie kann man das Potenzial heben, indem man die Schulstandards noch mehr senkt? Nein, Sie sprechen es ja zu Recht an. Also die Senkung von Schulstandards kann nicht die Lösung sein, sondern im Gegenteil, wir müssen darauf achten, dass der Sprung in die Arbeitswelt besser funktioniert. Schulpraktika beispielsweise sind dafür ein gutes Instrument, dafür auch noch stärker zu beginnen, früher zu beginnen, den Weg in die Arbeitswelt auch mal zu sehen für junge Leute. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dann natürlich auch dieses sogenannte Matching, das angesprochen wurde, zu verbessern. Also die richtigen Leute zu den richtigen Arbeitgebern hinzubekommen. Ich glaube, das ist die Hauptaufforderung auch einer Bundesarbeitsagentur und aller, die da zusätzlich drum helfen. Hubertus Heil hat auf Österreich verwiesen. Er hat gesagt, die Menschen müssen sich auch wohlfühlen in ihrem Job, zum Beispiel ein Jahr bezahlten Bildungsurlaub bekommen. Da fragt man sich natürlich auf der anderen Seite, wer soll das um Gottes Willen bezahlen, welcher Unternehmer? Da sind wir in der Diskussion auch mit unserem Koalitionspartner. Sie sprechen es zu Recht an. Das sind natürlich immense Kosten, die da anstehen würden. Aber richtig ist auch, der Arbeitsmarkt ändert sich und auch die Unternehmen haben ein Interesse daran, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so qualifiziert sind, dass sie die Anforderungen, die vielleicht der Arbeitsmarkt in Zukunft von ihnen erwartet, auch erfüllen können. Das heißt, Unternehmen selber haben auch ein Interesse daran, dass ihre Mitarbeiter weiter qualifiziert werden. Und wenn sie da Unterstützung bekommen können, zum Beispiel durch die Bundesagentur für Arbeit, dann wird das ein sinnvolles Modell werden. Unternehmen stellen frei über zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, kann die Qualifizierung mitfinanziert werden, möglicherweise auch durch Steuergelder. Aber da müssen wir natürlich drüber diskutieren, denn in der Tat, die Unternehmen sind im Moment immens belastet durch steigende Energiekosten, durch zum Beispiel den Fachkräftemangel und anderem Lieferkettenschwierigkeiten etc. Sie im Moment jetzt zu sehr zu belasten, wäre falsch. Da sind wir in der Diskussion mit den Koalitionspartnern. Das denken sich offensichtlich auch viele Betriebe. Berlin ist zugegebenermaßen das Schlusslicht, aber hier bildet nur noch jeder neunte Betrieb aus. Auch an der Stelle muss sich ja doch gründlich was ändern. Ja, wir haben ja die Instrumente bereits in der letzten Legislaturperiode dafür angeschärft, gerade was die Förderung angeht, für diejenigen Unternehmen, die im Strukturwandel begriffen sind, die weiter auszubauen, zu vereinfachen, zu verschlanken, macht an dieser Stelle Sinn. Allerdings die Bildungsteilzeit, die jetzt in Rede steht und von der Regierung ja offenbar auf den Weg gebracht werden soll, die zeigt schon eine gewisse Fehlstellung. Wir sehen ja das am Beispiel von Österreich. Häufig wird das als Sabbatical genutzt oder als Verlängerung der Elternzeit. Ob das das richtige Instrument sein kann, muss man schon hinterfragen vor diesem Hintergrund. Und wen trifft es denn? Wir sollten ja vor allem diejenigen in den Blick nehmen, die wirklich einen erhöhten Bedarf an Weiterbildung haben. Das sind vor allem die Geringqualifizierten. Und da ist dieses Instrument meines Erachtens nach nicht zielgenau genug. EU-Ausländer sind in den letzten 10 Jahren zu uns gekommen, 1,49 Millionen. Das ist gar nicht so viel, wie man meinen mag. Der Standort Deutschland scheint auch lange nicht mehr so attraktiv, wie er schon mal gewesen ist. Nach einer ZDW-Studie ist Deutschland nur noch auf Platz 18 von 21 im letzten Jahr um 4 Plätze abgerutscht. Was kommt auf uns zu? Sie sprechen es zu Recht an und ein Faktor, der den Standort unattraktiver macht, ist der Fachkräftemangel. Aber die demografische Entwicklung ist in vielen europäischen Ländern die gleiche wie in Deutschland. Das heißt, wir kommen nicht einfach dadurch zurecht, dass aus dem einen Land in Europa in das andere eingewandert wird und dort Lücken aufreißt, wo die Menschen herkommen. Wir kommen nicht umhin, auch aus Drittstaaten Menschen anzuwerben und das erfolgreich. Es gibt etwa 100 Millionen Menschen in Deutschland, auf der Welt, die Deutsch sprechen. 82 Millionen leben schon hier. Das zeigt, wie gering das Potenzial ist, allein wenn wir an das Problem der Sprachkompetenz denken. Da ist eine Hürde. Wir sind nicht das attraktivste Einwanderungsland für qualifizierte Fachkräfte. Da müssen wir uns attraktiver machen. Und das wird eben auch dadurch geschehen, durch die Maßnahmen, die wir ergreifen werden. Die Bundesregierung möchte wohl im Herbst noch eine sogenannte Chancenkarte einrichten, also eine Zuwanderungsmöglichkeit für qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland. Da kursiert auch schon eine Zahl, 50.000 im Jahr. Und man fragt sich, haben wir nicht eigentlich schon genug Zuwanderung? Kommen da wirklich die Leute, die wir brauchen, Herr Stracke? Also zum einen muss man ja sagen, diejenigen, die zu uns kommen, davon geht fast jeder Zweite wieder nach kürzerer Zeit weg und verlässt Deutschland. Deswegen ist es schon interessant zu sehen, was sind denn die Gründe dafür. Hier bleibt die Bundesregierung jeglicher Antwort tatsächlich schuldig und auch konkreter Maßnahmen in dem Bereich. Wenn es dann darum geht, Fachkräfte aus Drittstaaten zu werben, dann geht es darum, Fachkräfte zu werben. Wir haben ein äußerst modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir sind Einwanderungsland für Fachkräfte. Und
Und so soll es auch sein, weil wir qualifizierten Arbeitsmarkt haben und in dem Bereich auch diejenigen brauchen, die mit Kopf und Hirn und Verstand uns unterstützen. Und deswegen muss man schon aufpassen, dass nicht diejenigen zu uns kommen, die gering qualifiziert sind und damit auch eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme stattfindet. Die Chancenkarte muss man vor diesem Hintergrund sehr intensiv beleuchten, weil es eben nicht mehr um die Fachkraft geht nach deutschem Vorbild. Ja, also für die Zuwanderung sind eigentlich, wenn man genau guckt, fast alle Fraktionen hier im Haus. Aber diese Chancenkarte wird nicht nur von der Union sehr, sehr kritisch gesehen. Wo sehen Sie den Vorteil dieser Chancenkarte? Naja, wir müssen uns attraktiv machen und die Menschen wollen eine Perspektive. Das heißt, sie möchten auch wissen, wenn sie zu uns kommen, was ihre Perspektive hier ist. Können sie dauerhaft hier bleiben? Können sie beispielsweise auch die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen in einem ja, überschaubaren Zeitraum? Das sind ganz wichtige Fragen, denen wir uns stellen müssen. Und weil Herr Stracke das Thema Qualifikation angesprochen hat, wir dürfen nicht verwechseln sozusagen unsere formalen Qualifikationsanforderungen mit echter, tatsächlicher Qualifikation. Deshalb sagen wir, Menschen, die Berufserfahrung haben und hier einen Arbeitsvertrag bekommen, also wenn der Arbeitgeber entscheidet, die Person passt in mein Unternehmen, sie ist qualifiziert, dann sollte das auch eine Rolle spielen dürfen. Und daraufhin wollen wir das Zuwanderungsrecht flexibilisieren, erweitern, ermöglichen. Und das ist, glaube ich, der Weg in die Zukunft. 2020, glaube ich, war es, hat sich die große Koalition, also CDU, CSU und SPD, auf ein modernes Einwanderungsrecht geeinigt. Die jetzige Ampel möchte das noch modernisieren. Einer der zentralen Punkte damals war, dass Leute, die hierher kommen, selber sich versorgen müssen, von ihrer Hände Arbeit leben müssen und nicht in die Sozialsysteme einwandern. Sehen Sie die Gefahr, dass durch dieses neue Einwanderungsgesetz, was offensichtlich, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was offensichtlich im März die Bundesregierung hier verabschieden will, dieses unterlaufen wird? Also bislang haben wir ja ein Gesetz, das auf Fachkräfte baut, nach deutschem Vorbild, also nach unserer dualen Ausbildung. Das ist der Standard, den wir haben wollen. Davon verabschiedet sich diese Bundesregierung Schritt für Schritt. Und deswegen muss man das genau analysieren und anschauen, was dann die Wirkungen in dem Bereich sind. Ich finde, die Bundesregierung macht den zweiten vor dem ersten. Wir müssen doch statt weitere zweite neue Säulen hinzuzusetzen, doch zunächst mal schauen, dass wir in den Verfahren deutlich schneller werden. Das sehen wir doch, dass an den Visastellen wir beispielsweise monatelanges Warten haben. Und das ist doch für ein attraktives Land nicht das Richtige. Wir müssen die Menschen an die Hand nehmen. Wir müssen sie durch diesen Bürokratie-Dschungel bauen. Die Bundesregierung macht jetzt zwei neue Bürokratiebereiche neu auf. Und das zeigt, da setzt man an die falsche Stelle in dem Bereich. Nein, überhaupt nicht. Das Beste wäre zunächst einmal, die Verfahren zu beschleunigen, dann sind wir auch attraktiv. Herr Kuber, ich möchte es rund machen, weil wir gleich zum Ende kommen müssen. Also die Menschen, die hier nach Arbeit suchen, die sind dann irgendwann als Fachkräfte wohl nicht mehr zu vermitteln. 2,4 Millionen, da lässt sich noch ein bisschen was heben, aber es wird dann nicht reichen. 50.000 Zuwanderungen hat die Bundesregierung jetzt vorgegeben aus Nicht-EU-Ausland. Hat aber auch gesagt, Menschen, die mit einer gewissen Qualifikation hierher kommen, müssen gar nicht in dem Beruf arbeiten. Die können also, wenn sie zum Beispiel in einem Drittland Polizistin waren, können die hier Kellnerin werden. Aber das widerspricht doch genau dem Gedanken, dass die Deutschen, die hier schon in Deutschland lebenden Menschen, die Arbeit suchen, von diesen Arbeitskräften einfach verdrängt werden. Also wir haben ja hier erstmal einen Bedarf, den wir decken müssen. Allein durch die Arbeitslosen, Arbeitssuchenden werden wir ihn nicht decken können, weil auch bei den Arbeitssuchenden haben wir den Effekt des demografischen Wandels. Das heißt, werden in Zukunft auch immer weniger, allein schon von der Alterspyramide her. Das Zweite ist, das ist eine Selbstverständlichkeit, die wir in unserem Alltag kennen. Menschen wechseln auch bei uns den Beruf und arbeiten erfolgreich in anderen Berufen. Die Frage ist, was sind die Zugangskriterien für unseren Arbeitsmarkt? Und da haben wir eben zum Beispiel erfolgreiche Einwanderungsländer wie Kanada, die es uns vormachen mit einem Punktesystem. Oder aber es existiert ein Arbeitsvertrag. Und wenn ein Arbeitgeber sagt, ich habe hier jemanden, mit dem ich arbeiten kann, dann soll er das auch in Zukunft dürfen. Herr Kuber, Herr Stracke, weiter diskutiert wird jetzt im Bundestag, da gebe ich jetzt schnell rein, weil die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas schon ihren Platz eingenommen hat.